Springe ist heiß auf die zweite Handball-Bundesliga. Stimmungsvoller Beginn zum Saisonauftakt am vergangenen Sonnabend. Zu Gast ausgerechnet so etwas wie der Angstgegner, Mitaufsteiger und Drittligameister Wilhelmshaven. WHV-Trainer Christian Körmann plagen indes Verletzungssorgen. Spielmacher Oliver Körmann ist nur einer der angeschlagenen Akteure bei den Jadestädtern. Diese 7 sollen es für den WHV im mit 537 Zuschauern nicht ganz ausverkauften Schulzentrum Süd in Springe also richten. Routinier Adam Weiner kehrt nach Verletzungspause zurück. Neuzugang Yannick Köhler soll anstelle von Oliver Körmann Regie führen. Hinein in die erste Zweitligapartie für die Jadestädter seit 4 Jahren. 70 Fans sind mit an den Deister gereist. Beide Mannschaften beginnen nervös, die Abwehrreihen stehen gut. Das erste Tor der Partie erzielt Marius Kastening für die Hausherren. Diese Szene dann umgeschnitten. René Drexler macht da weiter, wo er in der vergangenen Saison aufgehört hat. Er wirft Tore. Auf der Gegenseite trifft Maximilian Kolditz zum 2:1. Es soll die letzte Führung der Handballfreunde während der gesamten Begegnung bleiben. Den Ausgleich besorgt Wilhelmshavens Nummer 93. In den ersten 9 Minuten trifft Drexler bereits 4-mal. Gesprächsbedarf dann bei Christian Körmann und die Anweisungen haben Erfolg. Der WHV kommt besser ins Spiel. Wir springen in die 12. Minute. Jewgeni Woronzow macht das 7:3 für die Gäste. Springes Trainer Sven Lakenmacher reagiert und bringt Lukas Ossenkopf für den linken Rückraum. Die Gastgeber kämpfen sich zurück. 7-Meter-Parade von Robert Wetzel, vor der Saison aus Hildesheim gekommen. Dann rücken die Schiedsrichter in den Fokus. Ronny Dedens und Nico Geckert aus Magdeburg sind zwei ganz erfahrene Spielleiter, pfeifen beide seit mehr als 20 Jahren und greifen schnell hart durch, verteilen insgesamt 10 Zeitstrafen. Die Spieler nehmen es sportlich. Dann geht's in die 20. Minute. 5:8 steht es, der WHV in Unterzahl. Auf der Mitte ergänzt Jonas Schweigert mit dem gelben Leibchen. Drexler auf Schwolo. Und dann eine ganz unglückliche Szene. Lukas Ossenkopf trifft hier Tobias Schwolo am Hals und im Gesicht. Die Unparteiischen beraten sich nur kurz. Rot für Springes Rückraumspieler. Aber die Gastgeber geben sich nicht auf. Maximilian Schüttemeier erzielt im darauffolgenden Angriff das 6:8. Nach 30 Minuten steht es 10:13, Halbzeit. Und nach der geht es weiter wie im ersten Durchgang. Viele Verletzungsunterbrechungen in einer intensiven Partie. Und auf der Tribüne feiern vor allem die Fans aus Wilhelmshaven. Auch, weil Springe solche Tore wie hier durch den agilen Henrik Pollex zu selten gelingen. Fast schon verzweifelte Mienen bei den Handballfreunden und ein klasse aufgelegter Schlussmann bei den Jadestädtern. Im März ist Adam Weiner 40 Jahre alt geworden, geschmeidig ist er, als wäre er 10 Jahre jünger. Sven Lakenmacher kann nicht verhindern, dass der WHV einfach präsenter und wacher ist und in der 53. Minute einen 9-Tore-Vorsprung herausgeworfen hat. Eine bezeichnende Szene. Fehlwurf Woronzow, aber da kommt ja noch einer, Lukas Mertens mit dem Treffer. Jubel beim WHV, der seit 34 saisonübergreifenden Spielen nicht mehr verloren hat. Im April 2014 setzte es eine Niederlage in der 3. Liga West gegen Korschenbruch. Am Sonnabend einen 31:27 Auswärtserfolg in Springe. Lukas Ossenkopf steht hier bei uns. Früh vom Feld geflogen, muss man sagen. Was ist passiert in der 20. Minute, Lukas? Ja, war eine leicht unglückliche Aktion. Mein Nebenspieler schiebt den Mann auf mich. Ich treffe ihn halb am Hals, halb am Gesicht. Und ja, die Schiedsrichter haben sich wohl dafür entschieden, dann, dass sie ein Zeichen setzen. Und ich, also meiner Meinung nach, hätte 2 Minuten Strafe gereicht. Ich treffe ihn, zeige das auch an. Und ja, war jetzt keine Absicht dabei. Unglückliche Szene. Ja, das war's. Ich würde sagen, es war ein hartes Zweitligaspiel, aber kein überhartes Zweitligaspiel. Würdest du das auch so unterschreiben? Ja, auf jeden Fall. Also beide Mannschaften sind Aufsteiger, beide Mannschaften müssen um jeden Punkt kämpfen und da muss man auch über die Körperlichkeit ins Spiel kommen. Erstes Spiel, man weiß nicht, wo man steht. Hat man alles richtig gemacht, vor allen Dingen mit den Vorzeichen, die jetzt heute waren. Mathé fällt noch kurz vorm Spiel aus mit Muskelfaserriss. Olli Körmann konnte nicht spielen wegen Muskelfaserriss. Und 2, 3 angeschlagene Spieler, die einfach auf die Zähne gebissen haben, das ganze Spiel. Und während des Spiels kamen ja auch noch Verletzungen dazu, wie bei Moritz Varko. Aber man hat gesehen, dass die Jungs nicht nur letztes Jahr eine geile Truppe waren, sondern dieses Jahr nochmal einen draufgesetzt haben. Und da bin ich unglaublich stolz auf die Jungs und kann nur sagen,
Das hat richtig Spaß gemacht heute. Du hast angesprochen, die Nordforst Arena soll wieder zur Festung werden, aber wenn man solche Auswärtsspiele mitnehmen kann, macht man das, glaube ich, auch gerne, oder? Ja, auf jeden Fall. Das hat sich nicht wie 70 angefühlt, sondern wie 200, die mitgereist sind. Und das war eine ganz tolle Unterstützung. Da nochmal vielen Dank für.